Herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir reden heute über den Napoleon Prestige Pro 500. Und das ist im Endeffekt die höchste, wertigste Serie, die Napoleon hat. Es gibt auch noch den 665er und den 825er, die beiden größeren Brüder von dem hier. Die stehen bei uns in der Ausstellung, sind jetzt allerdings nicht gerade leicht hierher zu bringen. Deswegen habe ich jetzt den Pro 500 hier und wir reden über den. Die sind ja, bis auf den 825er, der hat ein, zwei andere Features, ansonsten sind die gleich. Von der Qualität her sind die alle gleich. Und das schauen wir uns jetzt hier an. Pro 500 steht im Endeffekt für die Serie, also das Pro, im Endeffekt das Wertigste. Und die 500 sagt dann die Größe des Geräts aus. Das ist die Fläche in Square Inch. Es gibt auch den P500, nicht verwechseln. Sagt der hier, der Pro 500, ist nochmal eine Nummer wertiger, hat dann noch mehr Features. Schauen wir uns alles an. Zu den Maßen vielleicht ganz kurz. Der Grill ist, so wie er da steht, 1,69 breit, 67 tief und 1,32 in der Höhe und 1,44, wenn der Deckel auf ist. Ansonsten verpackt ist das Ding mit 1,5 m auf 77 auf 80. Und genau, dann schauen wir uns das Teil mal an. Schauen wir uns den mal einmal von allen Seiten an. Hier seht ihr direkt schon, Stromanschluss wird benötigt. Quasi komplett geschlossen. Und dann fangen wir mal an mit den Rollen. Der hat die ganz normalen Standardrollen, wie man es im Endeffekt auch von den Prestige-Modellen kennt, von den normalen Prestige. Sind jetzt keine besonderen Rollen, muss man wirklich sagen. Das Ding hat wirklich Gewicht, der ist schwer, da ist sehr, sehr viel Edelstahl dabei. Und diese Rollen, die sind halt, wenn die, auf so einem Boden hier, super, da passt das vollkommen. Wenn es jetzt ein Rasen ist oder ein bisschen unebener Boden, naja, da gibt es aber ein Zusatzset, muss man separat nachrüsten, mit besseren Rollen. Das sind dann Schwerlastrollen, gummierte, mit denen ist es schon deutlich besser. Macht trotzdem durch den nassen Rasen keinen Spaß, keine Frage. Aber wenn es ein bisschen unebener ist, ist es echt zu empfehlen, diese Rollen einfach nachzurüsten, auch direkt beim Kauf des Grills. Lässt sich im Nachhinein zwar auch noch dran machen, aber ist halt dann natürlich mehr Aufwand, wie wenn man es direkt macht, wenn man den Grill kauft. Ansonsten, wir haben hier den Unterschrank. Direkt mit richtig dicken Türen, richtig wertige Türen mit Soft Close. Hier haben wir Platz für die Gasflasche. Da steht jetzt die 5 Kilo Flasche drin. Und es gibt dann noch die 11 Kilo Flasche, die auch rein darf. Aber ich habe jetzt gerade die 5er zur Hand gehabt. Dieser kleine Deckel hier, nicht wundern, das ist eine Abdeckung für das Scharnier. Das kann man hier nämlich einstellen. Ganz normale Scharniere, wie man es kennt. Dann haben wir hier, ganz cool, so einen kleinen, ich sag mal, Schrank, der da drin ist, um einfach sein Zeug abzulegen. Hier den integrierten Druckregler, den müsst ihr niemals anlangen. Wir haben hier einmal den Regler auf die Flasche, 50 Millibar Regler, wie es in Deutschland halt Standard ist. Dann den Schlauch auf den internen Druckregler. Der interne Druckregler sorgt im Endeffekt dafür, dass da nochmal runter geregelt wird. Ist bei den Pro-Modellen so, bei allen anderen nicht. Warum sie es nur bei dem Modell machen und nicht überall, beziehungsweise hier nicht auch weglassen, ist Napoleons Geheimnis. Aber das hat euch eigentlich nicht zu interessieren, aber ich wollte es euch mal sagen, weil das dann doch öfter mal vorkommt, dass die Leute fragen, warum das Ding da drin ist, hat für euch in der Praxis absolut keinerlei Auswirkung. Links die Tür hat dann hier so ein paar Besteckhaken. Die Kette, die ich habe schon in ein, zwei Videos mal gesagt, die ist im Endeffekt nur dafür da, also eigentlich von früher noch, da hat man da vorne dann, das ist hier so eine Stange, da hat man da vorne dann Streichholz reingeklemmt und wenn die Zündung nicht gegangen ist, hat man dann über diese Kette quasi gezündet, also als Startfeuerzeug das Ding hergenommen. Macht heutzutage natürlich kein Mensch, kann man eigentlich wegmachen und entsorgen. Wird man eigentlich niemals brauchen. Ganz wichtig, Flaschenöffner mit Auffangbecken. Ganz, ganz wichtig, lässt sich natürlich auch einfach wegnehmen. Hat hier so vier kleine Haken. Und ja, braucht man, logisch. Ihr seht ja hier schon die Beleuchtung. Dazu kommen wir dann nachher noch. Aber hier haben wir ein kleines Kästchen. Da kann man das Ganze an- und ausschalten, die Helligkeit einschalten oder den Sensor ein- und ausschalten. Und
Wenn ich hier auf den Knopf drücke, haben wir Licht. Das ist da innen integriert. Eine LED. Und natürlich, klar, ist ganz cool. Zum Licht kommen wir aber auf jeden Fall noch. Aber so viel zum Unterschrank. Ist ein sehr, sehr guter Unterschrank, ein wirklich ein sehr wertiger Unterschrank. Kann man absolut nichts sagen. Seitenteile. Hier haben wir ein sogenanntes Eisfach. Im Endeffekt einfach nur eine Plastikschale, die rausnehmbar ist. Und ein Schneidebrett. Im Endeffekt ist es so, dass wir Bilder zeigen auf der Homepage oder auch zeigen sollen und müssen, wo da ein Crushed Ice da drin liegt und dann ist dann Cola und Bier und so weiter drin. Ist cool, ist von der Idee nett. In der Praxis habe ich noch nie gesehen, dass irgendjemand gemacht hat. Aber ja, für mich ist es mehr Mülleimer oder Marinierbox oder Aufbewahrungsbox oder was auch immer. Zusätzlicher Stauraum. All das eher als ein Eisfach, aber offiziell ist es ein Eisfach. Nicht abklappbar, steht fest. Genauso wie die linke Seite. Und hier haben wir die Sizzle Zone. Ist bei den meisten von euch sicherlich bekannt. Und ist hauptsächlich dafür da, Steaks anzugrillen bei extrem hoher Temperatur, weit über 800 Grad. Keramikbrenner sorgt für eine Infrarothitze. Wir haben dann hier den Rost, der hier aus Edelstahl gefertigt ist. Kann man Höhen verstellen. Mit diesen, so fange ich es glaube ich ganz gut ein. Mit diesen Füßen, wenn ich die vorstelle, ist er weiter unten, ansonsten weiter oben. Die obere Position, steht auch übrigens hier nochmal, ist fürs Steaks angrillen. Die untere fürs Kochen oder Wokken. Funktioniert auch, aber natürlich ist der Hauptgrund für die Saison ganz klar das Steaks angrillen. Ohne Wenn und Aber. Kommen wir zur Beleuchtung. Ihr habt ja gerade gesehen, wenn ich auf den Knopf da drücke, dann geht unten direkt die LED an für den Unterschrank. Wenn ich vor den Grill laufe, also angenommen, der steht jetzt hier 15 Minuten rum und drumherum hat sich, also vorne in dem Bereich hat sich nichts bewegt, dann geht der Grill aus. Laufe ich davor, geht er automatisch wieder an. Das merkt er, der hat dann einen kleinen Sensor integriert und hat auch hier, da sieht man es ein bisschen, eine Lampe, die das Napoleon-Logo auf den Boden wirft. Da mache ich gleich mal das Licht aus. Ich weiß zwar nicht, wie gut das Kamerabild dann noch ist, aber vielleicht seht ihr dann die Beleuchtung noch mal ein bisschen besser. Dann haben wir hier, wenn ich den Grill aufmache, links und rechts zwei Lampen. Drücke ich wieder auf den Knopf, einmal, gehen die Lampen an. Nochmal drauf, gehen sie aus. Also einmal draufdrücken sorgt dafür, dass die Innenraumbeleuchtung angeht, sowie die Beleuchtung im Unterschrank da. Dann, hier haben wir die Beleuchtung in den Knebeln eben drin. Wie man es von Napoleon kennt, sobald ich aufdrehe, nicht sobald Gas läuft, sondern sobald ich aufdrehe, sobald der Knebel offen steht, wird er rot, betrifft dann alle. Und wenn einem das Blaue nicht gefällt, weil bei die Prestige-Serie hat ja Blau und Rot, und bei dem Grill kann man dann umschalten. Wenn ich lang gedrückt halte, geht er auf Weiß, Grün oder Blau. Bei Weiß und Grün bleibt er Weiß und Blau bleibt er bei der Farbe stehen. Wenn ich auf Grün gehe, dann geht er in diesen Farbmodus rein. Der wechselt dann hier eben die Farben dann durch. Und geht aber trotzdem jedes Mal wieder, egal in welcher Farbe er ist, auf Rot, sobald der Brenner läuft. Sobald er aufgedreht ist, Entschuldigung. Und wenn ich jetzt sage, mir gefällt jetzt irgendeine Farbe richtig gut, beispielsweise das Lila, was jetzt kommt, dann drücke ich zweimal schnell drauf und dann bleibt er bei der Farbe stehen. Auch wieder, sobald er offen steht, geht er dann auf Rot. Oder ich sage dann wieder zweimal draufdrücken und dann geht wieder dieser Farbswitch los. Ich persönlich finde den am schönsten, aber wenn jetzt einer sagt, mir gefällt Weiß am besten oder Blau oder halt irgendeine andere Farbe, die da gerade durchläuft, kann man das dann machen, wie man möchte. Also die Beleuchtung, die ist natürlich, die ist super. Die ist Spielerei. Genauso wie das Logo auf dem Boden. Also das, da brauchen wir nicht drüber reden. Braucht kein Mensch, macht das Grill nicht besser. Sieht cool aus, ich stehe auf sowas. Aber hat natürlich keinen praktischen Nutzen, außer dass es einfach nur cool ist. Die Beleuchtung da, schon. Dann mache ich jetzt mal das Licht aus und dann schauen wir mal, wie gut das Ganze jetzt eingefangen wird.
Tut mir leid, wenn das Kamerabild jetzt schlecht wird. Da kommen wir durch. So, und so schaut es bei Nacht aus. Ja, mit der Knebelbeleuchtung. Logo auf dem Boden. Da sieht man es jetzt richtig deutlich. Mit dem Farbwechsel. Also, es sieht ganz klar, es sieht cool aus. Auch hier unten mit der Unterschrankbeleuchtung. Wenn ich aufmache, sieht man natürlich nichts. Drücke ich dann hier auf den Knopf. Also, die ist schon cool. Die ist wirklich cool. Die gefällt mir. Und das mit Abstand am sinnvollsten Licht, ganz klar. Das im Korpus. Ich meine, schaut euch die Ausleuchtung an. Da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Da siehst du alles, da kannst du auch mitten in der Nacht grillen, ist vollkommen wurscht. Die Beleuchtung hier ist richtig, richtig cool. Nochmal im Vergleich. Ja. So schaut das Ding dann in Gänze aus. So, ich mache das jetzt mal wieder aus und mache mal das Licht wieder an. Dann reden wir weiter. Bevor wir zu den Brennern kommen, nochmal kurzer Hinweis. Ihr braucht den Stromanschluss hinten für diese Beleuchtung, für die Innenraumbeleuchtung unten drin, also für den Unterschrank. Und ganz wichtig, für den Zünder von der Sizzle Zone und vom Heckbrenner. Kommen wir auch gleich noch zu. Die laufen über diesen Zündknopf. Und die Hauptbrenner zünden integriert. Also da müsst ihr jetzt nicht unbedingt, also braucht ihr keinen Stromanschluss, nicht nur nicht unbedingt, sondern ihr braucht keinen. Die Sizzle Zone und der Heckbrenner, die laufen über diesen Stromkreis. Wenn ihr jetzt keinen Strom da habt und den nicht angeschlossen habt am Netz, dann müsst ihr die beiden manuell zünden. Ganz einfach mit dem Startfeuerzeug. Aber wenn ihr die volle Funktion haben wollt, solltet ihr den Grill anschließen. Kommen wir zu den Brennern. Hauptbrenner, ganz klar, wie man es kennt, reindrücken, rüberdrehen. Und dann kommt eine große Flamme, solange ich gedrückt halte. Wenn ich loslasse, ist sie weg und ich kann runterregeln. Nochmal. Ich drücke rein. Und dann zündet er. Das gleiche auch hier. Hier. Und hier. Und dann schaut das Ganze so aus. Bezüglich Brennerbild übrigens, lasst euch nicht verrückt machen. Ich sehe wirklich oft, dass Leute fragen, ja, passt das mit dem Brennerbild? Ist das in Ordnung? Oder flackert der zu sehr oder doch nicht? Oder soll ich was einstellen? Es ist wirklich die absolute Ausnahme, dass man irgendwas mal am Brennerbild anpassen muss. Verlasst euch nie auf dieses Thermometer hier. Wirklich nie. Das ist bei allen Herstellern, egal welche Marke, egal welches Modell, egal welche Preisklasse, das Ding ist ungenau ohne Ende. Da könnt ihr zweimal das gleiche Modell aufbauen, habe ich schon gemacht, und habt da irgendwie 70 Grad oder mehr Unterschied. Also wenn euer Grill jetzt 370 Grad anzeigt und der oder eurer 315, der vom Nachbarn zeigt 370, hat es lang nicht zu heißen, dass seiner heißer wird, sondern das heißt einfach nur, dass sein Thermometer oben mehr anzeigt. Aber auf der Grillfläche seid ihr genau gleich. Es gibt wirklich nur ganz, 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 ganz wenige Fälle, wo das mal nicht passt. Aber das spürt man deutlich. Also wenn ihr euch die Frage stellt, könnte es sein, dass es vielleicht passt oder nicht, dann passt's. Dann haben wir hier ein kleines Etikett, was wir da immer noch dran lassen an den meisten Ausstellern und nicht immer, wenn wir den Grill noch ausliefern. Da heißt es Brenner aus, Warmhalterost raus und dann darf man den einschalten. Da reden wir hier über diesen Heckbrenner. Das ist er da hinten. Oder da hinten. Den brauche ich im Endeffekt auch nur für den Drehspieß. Der ist übrigens bei dem Grill dabei. Zeige ich euch auch gleich, hole ich gleich ran. Aber wenn der Heckbrenner läuft, dürfen die Hauptbrenner nicht dazugeschaltet werden. Entweder oder. Es macht auch Sinn, weil dann packe ich da meinen Spieß rein, tue in die Mitte meinen Grillgut, unten irgendeine Schale zum Auffangen vom Saft. Entweder damit es halt sauber bleibt, beziehungsweise um noch irgendwas draus zu machen. Und dann braucht ihr die Hauptbrenner eh nicht. Die lässt man aus, Heckbrenner. Aber manche wollen unbedingt den Heckbrenner anschalten und alle Hauptbrenner. Gerade beim Ausbrennen ist das immer wieder ein Thema. Bei uns Gott sei Dank nicht, weil wir es halt jedem sagen. Aber wenn ihr den jetzt neu habt und ihr sagt euch, ja, ich will den einmal richtig ausbrennen, macht die vier Hauptbrenner an, macht den Heckbrenner Vollgas an,
dann habt ihr zu viel Hitze. Der Heckbrenner zerstört den Marmeldrost, auch wenn der hier aus Edelstahl ist. Der hält es nicht allzu lange aus, diese Strahlungshitze. Und dieser Alugusskorpus hier hat einen riesen Vorteil, der ist rostfrei. Also das ist Aluguss, eingegossenes Teil, hier oben gegossene Teile. Dem kann an sich nichts passieren, außer es ist halt zu heiß. Und diese Gefahr ist tatsächlich gegeben, wenn alles auf Vollgas läuft, dass es zu heiß für den Grill wird und der tatsächlich Schaden davon tragen kann. Und ja gut, hinten rausflammen tut er jetzt nicht allzu sehr, weil der Heckbrenner relativ weit hinten ist. Das wäre jetzt bei dem Rug zum Beispiel auch noch eine recht große Gefahr, dass der hinten stark rausflammt. Je nach Position, wo der Grill steht, dann natürlich auch schlecht. Aber ja, dann gezündet wird er hier auf 9 Uhr und der hat eben keine integrierte Zündung. Heißt, hier drücke ich dann diesen Knopf zusätzlich und dann läuft er. Dann kann man den runterregeln und hoch. Und ja, dann kann man eben was auf dem Spieß machen. Sizzlezone, das gleiche Prinzip. Wir haben hier den Brenner für die Sizzlezone, übrigens auch hier gekennzeichnet. Das hier ist der Heckbrenner, das da ist die Sizzlezone und dieser Zünder, der Blitz, ist einmal für die Sizzlezone und einmal für den Heckbrenner. Auf 9 Uhr stellen und dann muss man auch wieder hier gedrückt halten. Sizzlezone kann ein bisschen dauern. Jetzt ist sie angegangen. Je nachdem, der Heckbrenner ist da ein bisschen windgeschützt, aber wenn jetzt hier großer Wind geht, dann kann es durchaus sein, dass das Ding nicht zündet oder sehr schlecht zündet, weil dieser Flammteppich bzw. das Gasgemisch nicht passt, das wird verwirbelt und dass sie nicht richtig auf Temperatur kommt, weil der Flammteppich sich nicht gescheit bilden kann, weil halt die ganze Zeit der Wind dazwischen ist. Da gibt es einen Windschutz, den man nutzen kann, ist aber auch sehr, sehr, sehr abhängig davon, wo das Ganze dann steht. Machen wir den mal wieder aus. Und dann schauen wir uns das Innenleben weiter an, weil das war es natürlich noch nicht. Wir haben ja hier die Edelstahlbrenner, die Flammbrücken übrigens. Also wenn einer läuft, zündet der dahinter, der daneben direkt nach. Und über den Brennern liegen dann die Flammschienen, die schauen dann so aus. Die ganz normalen Flammschienen. Edelstahl und 4 Stück über den Brennern. 3 dazwischen, um die Hitze zu verteilen. Und ihr kennt die Dinger aus dem Rug, aus dem Prestige. Die gleichen Teile. Nichts Besonderes. Und genau. Dann liegen da oben drauf die Grillroste, die wiederum so ausschauen. Das sind 8-9 mm dicke Edelstahlroste, also da ist richtig Material dran. Müssen ein bisschen aufgeheizt werden, weil viel Material. Und dann sind die aber von der Hitzespeicherung und Verteilung auch wirklich gut. Ja, praktisch unzerstörbar. Und hier oben haben wir dann den Warmhalterost, auch aus Edelstahl. Die im Prestige, die Roste sind nur 5-6 mm dick, also dünner. Und die haben auch nur einen verchromten Warmhalterost. Der Prestige Pro oder die Prestige Pro Serie hier hat hier eben die dickeren und oben auch einen Warmhalterost aus Edelstahl. Und da ist eben der Hinweis, wenn der Heckbrenner läuft, wenn der Knopf hier an ist, muss der Warmhalterost raus, weil ansonsten ist der hinüber. Den verbiegt es, den verzieht es. Nicht schön. Dann haben wir hier einmal den Drehspieß, sprich der Spieß an sich eben, Ausgleichsgewicht, Klammern, wobei eigentlich 4 Klammern dabei sind. Die anderen 2 liegen irgendwo im Laden rum. Und dann haben wir hier den Motor selber, der braucht einen eigenen Stromanschluss. Ihr habt am Grill selber keine Möglichkeit, den irgendwo einzustecken, sondern da braucht ihr halt eine zweite Steckdose dafür. Und dann kann man den auch jederzeit hier einfach rausziehen. Und dann eben gemütlich seinen Spieß machen. Ich würde natürlich immer empfehlen, wenn ihr den Spieß macht, Roste rausnehmen, im Zweifel die Schienen auch rausnehmen und unten halt eine Schale drauf tun, wie vorhin erklärt. Bezüglich Fettauffang übrigens. Moment, fangen wir mal hier an. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wir haben, wie bei Napoleon, aber auch üblich, die große Fettauffangschale. Die leitet das Fett nach hinten durch. Und dann sammelt sich das Ganze dann hier in dieser Aluschale. Kann man einfach austauschen oder mal sauber machen. Wird dann da unten einfach nur reingelegt und beides eben nach vorne raus nehmbar. Die Sizzlezone hat aber auch noch eine für alles, was da außen entlang tropft. Ist normalerweise nicht allzu viel. Die nimmt man von hinten raus. Die ist dort. Und wie gesagt, die ist jetzt auch nicht besonders hoch oder was, weil da sammelt sich kaum was. Aber da sollte man natürlich schon auch ein Auge drauf haben, dass die jetzt nicht überquillt. Und die wird dann da in diese 2 Schienen
einfach reingeschoben und fertig. Ja, so viel zum Grill. Ich habe jetzt noch zwei, drei Zubehörteile, die ich euch zeigen möchte, die da ganz sinnvoll sind. Aber das war es jetzt mal generell zu dem Grill. Schauen wir uns mal die Zubehörteile an. Ich gehe als erstes mal mit der Grillplatte. Da gibt es zwei verschiedene Varianten, die zeige ich euch jetzt. Ich habe jetzt hier eine Grillplatte reingelegt, die für den Grill ausgelegt ist. Das ist eine Gusseisenplatte, die komplett emailliert ist und jetzt keinen besonders hohen Rand hat in irgendeiner Form. Der ist vielleicht 2-3 mm höchstens hoch. Fettablauf vorne. Und eine Platte ist ja generell wirklich eine sehr, sehr coole Sache, wenn man alles Mögliche drauf machen kann. Ob ich jetzt da einen Fisch drauf mache, ob ich Gemüse mache, Spiegler und Bacon in der Früh bei schönem Wetter, Kartoffelpuffer, Pancakes, Burger Patties, alles Mögliche, Scampi. Also ein sehr, sehr cooles Teil generell. Die ist auch, schauen, wie ich das mit einer Hand hier mache. So, die ist auch wendbar, also hier hat man dann die geriffelte Seite, wenn man so ein bisschen Branding noch haben möchte, wobei man sagen muss, eigentlich bei der Platte nimmt man meistens dann doch die glatte Seite. Dann hole ich jetzt mal die zweite Platte. Das ist dann nämlich eine richtige Plancha. Die hat dann auch einen richtig hohen Rand. Ist natürlich von der Handhabung besser. Und auch hier eine bessere Fettablaufrinne. Auch Gusseisen obenrum und seitlich komplett emailliert. Untenrum nicht. Warum? Das Ding wiegt ca. 8 Kilo. Ist extrem schwer, hat extrem viel Masse, die aufgeheizt werden muss. Wenn das Ding untenrum auch noch emailliert wäre, wäre die Wärmeaufnahme deutlich schlechter. Deswegen ist sie unten gusseisern und oben emailliert. Und bietet halt auch wieder das beste Ergebnis. Also wenn ich jetzt das Beste rausholen möchte von so einer Platte, dann ist die hier schon wirklich, wirklich cool. Ich zeige euch die Unterseite jetzt auch. Da muss ich jetzt aber kurz mal einen Schnitt machen und die Kamera weglegen, weil mit einer Hand bewegst du das Ding nicht. So, da sieht man nochmal die Platte. Und wenn ich die dann umdrehe, ihr seht, hier ist es ziemlich glatt, spiegelt. Und hier ist es sehr, sehr rau. Und hier ist es eben im Endeffekt reines Gusseisen, damit sich das Ganze auch gescheit erwärmt. Wie gesagt, das Ding ist wirklich, wirklich schwer. Also von der Handhabung, wie gesagt, man muss halt die 8 Kilo tragen können. Ist jetzt mit zwei Händen natürlich normal nicht das Thema. Mit einer schwierig. Und was ich gerade noch nicht gesagt habe, ist, dass die Platte eigentlich für die Rubmodelle ausgelegt ist. Da erfüllt sie genau dann den halben Platz. Hier haben wir halt ein bisschen einen Spalt. Da ist die wendbare Platte besser, weil die ein bisschen mehr auffüllt. Aber die hat halt hier einfach ein bisschen Raum, den man da übrig lässt. Ist jetzt nicht schlimm. Klar wäre es schöner, wenn die das auffüllen würde. Da sollte eigentlich auch was kommen, wird es aber nicht. Vielleicht kommt es ja nächstes oder übernächstes Jahr, wer weiß. Aber derzeit gibt es diese zwei Optionen. Entweder die wendbare Platte, die dann ein bisschen breiter ist, oder eben die hier, die dann diesen Raum lässt. Dann habe ich noch zwei Sachen für den Drehspieß, der ja im Lieferumfang enthalten ist, mitgebracht. Einmal anstelle von den Klammern kann man dann hier so einen Korb einsetzen. Gibt es den komplett rund für Kartoffelecken oder Pommes oder sowas. Oder hier in dieser etwas besonderen Form, hier ausgeschnitten. Und dann kann man den hier aufmachen. Und dann habe ich zwei Flächen, die ich nutzen kann. Da kann ich beispielsweise einen Fisch super drauf machen oder halt ganzes Gemüse. Den mache ich dann zu. Und dann kriegt der, dadurch, dass er eben da hinten offen ist, kriegt er von beiden Seiten die Strahlungshitze perfekt ab. Und dann bringt das Ganze wirklich geile Ergebnisse mit sich. Generell ist ja der Drehspieß insgesamt mit Heckbrenner wirklich cool. Wenn man halt insgesamt auf die Thematik steht, das ist natürlich klar. Wenn ich sage, ich kann damit gar nichts anfangen, bringt mir das natürlich auch wenig. Das ist logisch, aber das betrifft ja alles. Das ist ja immer so, wenn mich was interessiert, macht Sinn, ansonsten kann ich es sein lassen. Dann habe ich für den Drehspieß zum Thema Thermometer noch was mitgenommen, weil wir haben ja jetzt hier die Klammern, die eigentlich natürlich irgendwo da liegen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, das Thermometer kann man vergessen. Was soll ich dann machen, damit ich weiß, wann mein Grill gut fertig ist? Ich messe die Innenraumtemperatur, die Kerntemperatur vom Fleisch. Ich kann auch die Innenraumtemperatur messen, aber die Kerntemperatur vom Fleisch ist im Endeffekt das Wesentliche und das Wichtige. Und da gibt es natürlich haufenweise Thermometer, die das können. Entweder ganz normale Standarddinger oder mit Bluetooth oder mit WLAN. Und
Ich empfehle halt immer nicht diese Einstechthermometer, wo ich den Deckel kurz aufmache, kurz reinsteche und das Ganze wieder rausnehme, weil ich mache halt immer einen Deckel auf. Ich verliere immer meine indirekte Luft. Die muss ich wieder neu aufbauen und es ist halt alles suboptimal. Deswegen immer ein Kabelthermometer. Ob ich es jetzt mit Bluetooth oder WLAN brauche, muss jeder für sich selber entscheiden. Auch wieder das Gleiche, muss ich halt mögen. Ich habe jetzt hier, wenn man sowas mag, mal den Meatstick dabei. Und das ist ein komplett kabelloses Thermometer. Heißt, den stecke ich dann hier in mein Grillgut rein, lasse den laufen. Und da, wo sich normale Thermometer eben natürlich verwirren würden da mit dem Kabel, habe ich bei dem eben kein Problem. Der misst hier einmal die Kerntemperatur vom Fleisch, das eben Wichtige. Und dann misst er hier außen die Umlufttemperatur. Deutlich genauer als das Thermometer. Und darum geht es aber eigentlich. Um diese Temperatur, die da vorne gemessen wird. Die Kerntemperatur vom Fleisch oder vom Hähnchen oder vom was auch immer. Hat dann hier seine Station, seine Aufladestation. Da kommen Batterien rein. Und kann man irgendwo natürlich hinlegen. Jetzt vielleicht nicht auf die Saison, aber so. Und das hat WLAN. Das ist jetzt hier der normale Meatstick. Entschuldigung, Bluetooth meine ich. Das ist der normale Meatstick. Der hat eine beschränkte Reichweite, so 10 Meter circa. Dann gibt es ihn mit verlängerter Reichweite, heißt dann Meatstick X. Da sind es auf freiem Feld gute 60 Meter, meine ich. Ist aber wirklich alles immer gemessen, wenn alles komplett frei ist und kein Störsignal und keine Wand dazwischen. Deswegen immer mit sehr viel weniger rechnen bei dem Ganzen. Dann gibt es aber auch für diesen Meatstick sowas hier. Das ist eine WLAN-Bridge, sprich, der verbindet sich damit. Und dann habe ich hier halt meinen WLAN, da ist dann noch eine Antenne dabei. Der läuft aber, also der läuft ja mit Batterien. Hier muss ich entweder ein Stromkabel wiederum anschließen, heißt, ich brauche jetzt schon den dritten Stecker bei dem Grill hier. Oder, was ich empfehlen würde, Powerbank anschließen. Und dann läuft das Ganze. Aber die hat keinen integrierten Akku. Aber dann hat man auch noch WLAN, wenn man das möchte. Und da kann man übrigens mehrere Sticks und so weiter anschließen, aber das ist eine andere Thematik. Da geht es jetzt nicht mehr um den Grill. Ist aber für eben diesen Grill generell eine gute Lösung, weil ich, wenn ich einen Thermometer haben möchte, das auch auf dem Spieß nutzen kann, was ich bei den meisten eben nicht kann. So viel also zu dem Prestige Pro 500. Ich denke, ich habe alles beantworten können, wenn irgendwelche Fragen waren. Ich denke, ich habe über alles gesprochen. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen haben sollte, sorry, bitte fragen in den Kommentaren oder direkt bei uns. Der steht natürlich in der Ausstellung, ganz klar. Und ja, extrem geiles Teil. Also, falls ihr ein Fazit wollt, wer bereit ist, das Geld für den Grill auszugeben, der macht absolut nichts verkehrt, weil es qualitativ absolut top ist und von der Funktionalität, von der Ausstattung mega. Ja, absolut geniales Teil. Vergleich dazu Summit von Weber, wobei ich den Pro da deutlich im Vorteil sehe. Jetzt nicht großartig qualitativ, sondern einfach von der Funktionalität. Und dann gibt es auch den Bull Angus, der wiederum weniger Funktionalität hat. Nochmal ein Ticken qualitativer sogar als der Napoleon. Aber den zeige ich euch in einem anderen Video. Vielleicht auch im direkten Vergleich. Ja, muss ich mal schauen. Wir haben den Angus auch in der Ausstellung. Entweder als Einzelvideo, also hier einfach nur den Angus genauso erklärt. Oder vielleicht auch im direkten Vergleich nochmal zum Pro 500. Schauen wir mal. Ich kann den Summit dann an sich auch holen, den haben wir auch da. Und dann könnte man alle drei vergleichen. Da wird es jetzt zwar platztechnisch ein bisschen eng, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, das überlege ich mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte alle Fragen beantworten. Wie gesagt, wenn nicht, dann einfach gerne fragen. Ansonsten kommt uns natürlich gerne besuchen in Germering. Oder seht ihr den Grill live und auch die anderen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao.